Okay. Wie viele Konserven haben wir aktuell? 9. Haben die Leute jetzt endlich Konserven sich gesnackt? Wenn es zu wenig ist, verstehe ich das ja. Ja, wir haben jetzt lange Zeit auch kein Glas produziert und so. Aber ich sehe halt hier bei irgendwie niemandem eine Konserve. Vielleicht sind die auch so selten. Töpferwaren verteilen sich mittlerweile ein bisschen. Und die meisten so haben jetzt auch Seife. Hier! Konserviertes Gemüse, okay? Ja. Ja gut. Ja gut. Das ist natürlich ein Problem, ne? Wenn wir so wenig produzieren am Ende. Was ja auch daran liegt, dass wir einfach keine leeren Gläser hier haben. Ne, wir haben wenig Konservenwarzen. Also wir haben generell wenig Konserven im Nahrungsmittelsystem. Und das heißt, wenn die Vorräte so gering sind, haben sich die Leute entweder schon bedient, weil es gerade neue kommt. Oder aber, und das ist viel blöder, wenn sie sich quasi, wenn es einfach generell zu wenig produziert wird. Ja, natürlich, Watson, das wäre großartig. Wobei sie sich immer von allem bedienen werden. Also die nehmen alles, was sie kriegen können. Und lagern das ein bis zu ihrer bestimmten Grenze. Tobias, wunderschönen guten Abend, hi. Ja, und hier fehlt es halt an Sand tatsächlich, ne? Trägt Eisenerz zusammen? Weil die sollten doch irgendwie in der Sandgrube arbeiten. Ja, wir brauchen mehr Sand, Leute. Okay. Wir kommen gerade so auch mit dem Holz, mit dem Brennholz, so kommen eigentlich ganz gut hin. Ich packe mal noch 2 Bauhandwerker rein. Einfach damit die Jobs ein bisschen schneller erledigt werden. Jetzt kommen wir wieder zu dem Stand, wo es vor dem vor der Plünderung war. Wo wir, in diese Ausbaugeschichte. Jetzt sind ein Haufen Ratten hier unterwegs. Ich dachte, wir hatten hier so viele Rattenfänger irgendwo hingestellt. Brauchen die jetzt hier unten auch einen Rattenfänger oder was? Das wäre ganz wild. Ich meine, nicht leichter als das, ne? Aber wundert mich jetzt eigentlich so. Ja, vielleicht sind die auf einer Entwicklungsstufe jetzt angekommen, wo die das brauchen einfach. Dann lass uns das überall hinstellen, dann freuen die sich und dann ist gut. Ja, aber die haben jetzt hier auch ordentlich abgeholzt, ne? Also hier ist auch schon viel weggegangen. Weiß ich. Hast du sicherlich auch gesehen, dass wir das ja gemacht haben. Ja, also, dass dieses Haus jetzt hier den Radius hat. Das, ja. Den haben wir verschoben. 1000 Geld kommt da rein. Okay. Das mit dem Sand ist ja schon echt ein bisschen arg wild, ne? Aber das ist doch kein Eisenerz, das ist doch Sand hier. Verstehe nicht. Gut, Büsche, Bäume, Steine. Go for it.
Tatsächlich, es klappt. Der macht die Obstbäume Lester. Thora, wunderschönen guten Abend. Hi. Es ist Neujahr, Freunde. Es ist Neujahr. Und weitere Nutztiere wurden geboren. Stein hat sich jetzt erstaunlich gut erholt, ey. Ah, siehst du, jetzt eine Sache wollte ich aber noch upgraden. Und zwar dieses Wachhäuschen. Das ist ständig in charge, ne? Und hier oben, da wo hier eh das Tor steht, was jetzt abgegradet werden soll, da bauen wir jetzt auch noch eine Verteidigungsanlage hin. Zumindest mal ein Hütchen, ja? Muss ja reichen erstmal. Damit der wenigstens rumgeballert werden kann, wenn es drauf ankommt. Können wir hier auch noch machen. Für den Fall, dass wir angegriffen werden, weisen wir die eh alle zu und dann läuft das. Haben die wenigstens, können die dann mehrfach feuern. Das ist dann schon mal was. Das ist jetzt nicht das mega krasse Angriffsziel dort. Ja, das ist es nicht. Aber für die fünf Leute, die uns da die vorhin die ganze Zeit genervt haben, für die wird es ja reichen. So, Nahrungsvorräte sind knapp, wissen wir. Frühling und so. Hm. Gut, hier unten ist momentan Haupterntegebiet für Holz. Hier sind auch wahnsinnig viele und schlagen hier Holz. Zeit gefunden, um in den Stream reinzuschauen. Ey, Thora, das freut mich. Das freut mich sehr. Bananenbär fragt, hast du schon Kühe? Ja, haben wir schon. Wir haben sogar so viele, dass die eigentlich woanders hin müssten. Und deswegen bauen wir hier oben, also beginnen damit schon, quasi den zweiten Stall hochzuziehen, weil das super, super, super hilfreich ist. Ja, ich baue gerade keine Häuser. Sonst säuft mir die Versorgung ab. So schnell bin ich nicht gerade. Ich muss jetzt erstmal das bauen, was wir haben. Und ausbauen vor allen Dingen. Und dann können wir schauen, wie wir es weiter betreiben können. Aber erstmal müssen die ganzen Ausbaujobs fertig sein. Auf 21. Wir haben 70 Brennholz aktuell. Ich reduziere mal gerade die Holzspalte auf 4 runter. Das sollte eigentlich reichen. Und die Wagner lassen wir mal hier. Wirte lassen wir mal. Lehrer lassen wir mal. Okay, der Rest passt eigentlich alles. Dann haben wir hier noch ein paar mehr Arbeitskräfte, die sich eben um all das kümmern können. Dann könnten wir vielleicht sogar sagen, dass wir hier nochmal ein paar Leute zusätzlich in die Bauhandwerkerei reinbekommen. Wir haben ja ein paar Rohstoffe, die können dann auch verbaut werden. Dann können sich da noch mehr Leute drum kümmern. Und wenn da hier genug da ist, ich glaube, das ist eigentlich für die ganz schön, weil die können nämlich relativ schnell produzieren hier, wenn die genug haben. Na, wenn ich jetzt hier sehe, die haben 5 und 25 aktuell. Und, na, jetzt haben sie 4, 3. Ich meine, das dauert schon ein bisschen, aber sie produzieren. Und sie produzieren ganz schön arg. Wenn Holz verfügbar ist und wenn Holz hier eingelagert ist, dann geht's halt richtig rund. So, was macht ihr jetzt gerade? Baut? Wo baust du gerade? Lass mich raten. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was die bauen.
Ja, wenn die natürlich jetzt an der Mauer bauen, ich meine, sind wir ehrlich, da bin ich nicht böse drum, dass die an der Mauer bauen. Das ist sogar sehr, sehr hilfreich, wenn die das machen. Aber das dauert natürlich 100 Jahre, bis die dann weiterkommen. Und die brauchen extrem viel Holz dafür. Deswegen sage ich ja, wir haben das ein bisschen zu früh, zu viel geplant. Das rächt sich jetzt gerade so ein bisschen. Ein Händler ist angekommen. Ich finde im Übrigen, die Nachricht ist neu, dass die jetzt da sind. Finde ich gut. So, was hat er jetzt im Angebot? Der könnte uns auch Holz verkaufen. Da kaufe ich doch mal ein. Wenigstens ein bisschen, das hilft schon mal. Sonst könnten wir ihm verkaufen. Ein paar Klamotten, Fellmäntel. Da haben wir aber selber nicht so viele, ne? Wenn ich das jetzt leer mache, haben wir gar keine mehr. Wir verkaufen ihm mal Schuhe. Das geht immer. Hier haben wir 100 Seife drin, da hätten wir mal gerne mehr von. Der hat Sand. Ja, aber Sand kaufe ich jetzt bei ihm nicht an. Nee, nee, nee. Da würde ich tatsächlich, bevor ich Sand einkaufe, würde ich tatsächlich Holz kaufen bei ihm. So blöd es jetzt klingt, aber das mache ich jetzt nicht. Der zweite Händler, der könnte uns das hier abkaufen, das machen wir auch. Der will auch Körbe gerne haben, zahlt dafür aber nichts. Das ist natürlich schlecht. So, und der will auch Kerzen haben. Die nehmen wir natürlich auch dankend an. Uiuiui, und der will auch Keramik haben. Was können wir von ihm kaufen? Schauen wir mal. Werkzeuge. Lass uns mal ein paar Werkzeuge kaufen. Ist vielleicht nicht schlecht. Die anderen Sachen interessieren mich jetzt wenig. Aber können wir hier nochmal ein paar Tonsachen auch noch schauen, dass wir die hier herbekommen. So, und dann machen wir einen kleinen Goldtransfer und bringen wieder Geld in die Bude. Fertig. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier natürlich auch ein bisschen Handel betrieben. Das ist wichtig. Ja, da haben wir nämlich hier auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wir haben ein bisschen Holz gekauft. Auch das ist wichtig. Wir könnten jetzt natürlich warten, bis unsere Händler wieder sich aufgetankt haben. Dann verkaufen wir denen noch mehr Zeug und kaufen uns vor allem bei dem Verkauf versuchen bei dem einen Händler, der hat aber kein Geld mehr, ne? Der hat noch Geld. Da können wir natürlich nochmal Schuhe verkaufen. Und davon mal einfach ein bisschen Holz für 700 irgendwie einkaufen. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Holz gerade gekauft. Das hilft uns jetzt für die direkte Produktion super weiter, weil das geht ja direkt hier unten rein. So, Kompost erstmal ausbringen. So. Gut, rein. Dann haben wir jetzt den Handel erstmal ordentlich durchgespielt. Jetzt könnte man natürlich überlegen, ob wir eben nicht noch mehr verkaufen, ja, was wir so haben. Aber wir haben eigentlich nur Schuhe in den Mengen. Bevorstehende Hitzewelle. Nein. Gut, aber wie gesagt, das Holz hilft uns jetzt extremst. Jetzt müssten eigentlich die beiden, die auf Holz angewiesen sind, voll sein, oder? Nicht ganz, er hatte gar nichts gerade. Beliefert, ja, der geht jetzt los und beliefert. Wo wird er wohl hinlaufen, ne? Ich vermute mal da rein, weil da liegt das ganze Zeug rum. Hier liegen 367 Holzstämme rum. Jetzt natürlich, wäre natürlich prädestiniert für so einen Karren, für so einen Wagentyp. Fährt Wagen, wartet auf Aufgabe. Ich bin mir nicht sicher, ob man mit denen irgendwas. Eine Werkstatt, die jedem Transportwagen baut und erhält. Wagen können von Dorfbewohnern genutzt werden, um Waren schnell von einem Ort zum anderen zu transportieren, was Effizienz beim Bau der Landwirtschaft und des Ressourcenabbaus erhöht. Ja, aber dann müssten sie das eigentlich nutzen. Also mehr nutzen, meine ich. Weiß ich nicht. Händler, der jetzt hier losdüst. Schön am Kompost vorbei. Schön. Ja. Okay. Ja, jetzt haben sie wieder Holz. Okay, das mit dem, also das mit dem, mit der Bretterproduktion, das haben wir jetzt aber auch ordentlich, ne? Das haben wir jetzt raus. Und jetzt verbessere ich dieses Sägewerk. Wir haben das ganze Zeug dafür. Let's do it! Weil das ist ja auch bei dem bei dem Holzspaltplatz ist das natürlich im nächsten Level auch extrem viel besser, ne?
Wir können ja mal ganz kurz gucken. Die nächste Stufe verbessert zusätzliche Arbeitskräfte. Schnellere Gegenstandsproduktion und schwere Werkzeuge können jetzt verwendet werden. Ich könnte mir vorstellen, dieses Upgrade hilft uns ganz, ganz enorm bei der Produktion von Brettern weiter. Und das wollte ich ja die ganze Zeit schon haben. Bin ich ja die ganze Zeit ehrlicherweise schon scharf drauf. Und ich hoffe, dass unsere Bautrupps jetzt sich priorisiertmäßig darum kümmern. Wäre mir zumindest sehr, sehr recht. Und Legscav, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen dir. Geil, geil. Wenn alles klappt, können dann halt die Häuser endlich mal auf die nächste Stufe aufgebaut werden, die hier seit 100 Jahren warten. Ich bin ehrlich, ich habe kein einziges Haus bisher gesehen, was irgendwie anders aussieht, was jetzt irgendwie besonders toll wäre oder so. Vielleicht habe ich es aber auch einfach nur nicht gesehen. Dorfbewohner schlagen, was ist da los? Bin sehr gespannt, wenn das jetzt abgegradet ist, dann bin ich sehr gespannt. So, hier oben 150 Bretter halt, weißt du? So, wie viele Leute sind aktuell als freie Leute unterwegs? Ich pass auf, ich packe mal die Wagner mal alle raus. Ich brauche jetzt mehr Arbeitskräfte. Die bauen vor allen Dingen. Wir haben so viele Bauaufträge und wenn die sich jetzt nur um die Mauern kümmern und vorzugsweise gerade Mauern aus dem Holz rausbauen, dann dauert das noch eine ganze Weile, bis unsere Mauer hier durchgezogen ist und vollumfänglich fertig ist. Ich meine, die sind schon weit gekommen, ne? Im Übrigen könnten wir halt auch echt mal hergehen und hier mal die ersten vier Kampfeinheiten unterhalten. Also wir könnten ja mal tatsächlich uns auf die nächste Plünderung vorbereiten. Ich meine, vier Kampfeinheiten, sind wir ehrlich, ne? Aber wir könnten dann wenigstens reagieren. Dorfbewohner ist gewalttätig geworden, bitte? Korbflechterinnen neigen auch dazu, sehr gewalttätig zu sein. Banamir, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Bisher haben sie es nicht versucht. Kettenhemd haben sie sich ausgerüstet. Mal gucken. Bin mal gespannt, weil das Gebäude wollten sie beim letzten Mal auch unbedingt angreifen, ne? Na, ja, hier wird schon ausgerüstet. Fellmäntel, Bogen. Kettenhemd, Waffe. Blue sehr gerne, sehr, sehr gerne. Den verbessern wir auch gleich, den Turm. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns gebracht. Natürlich, Verteidigungsanlagen immer priorisiert bei solchen Sachen, weil ansonsten dauert das ewig, bis die da jetzt rankommen. Und das muss nicht sein. Die Korbflechterin hat wohl gerade jemanden einen Korb gegeben, auf Andrea. Möglicherweise war das so. Wie viel Getreide haben wir denn aktuell gerade auf Halde? 180. Geht eigentlich. Besetzt Garnison. Yes! Okay, wir haben unsere ersten vier Miliztruppen ausgehoben. Das dauert aber eine ganze Weile. Also das kannst du vergessen, dass du sowas machst, während ein Angriff läuft. Hier mal schnell die besetzen, bis die allein die ganzen Waffen jetzt gefunden hatten. Da hat schon echt gedauert, ne? Da, hier. Soldat, besetzt Garnison, Alter 16, Basis Ausbildung. Beschwerden, keine. 10 Schuss hat er dabei. Ey, irgendwas feuert da hier. Hier auf die Sau. Armes Schwein.
können ja nichts, ne? Zack, nächste in der Garnison. Ja, und jetzt? Kampfgebiet markieren. Ach was. Okay. Ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut, wenigstens haben wir jetzt irgendwelche Truppen, ja, mit denen wir irgendwas machen können. Ist ja schon mal was. So, mal ganz kurz den Personalansatz checken, dass das alles auch gut ist. Im Übrigen, ich habe so selten irgendeinen mit einem Wagen mit so einem Fuhrwerk durch die Gegend fahren sehen. Deswegen mache ich das gerade einfach nicht, weil ich glaube nicht, dass das bisher gut funktioniert. Und deswegen lasse ich das mit den Waggon-Dingern hier. Ja, und ich habe ja selten gesehen, dass hier irgendwie viel Ressourcen transportiert worden sind. Von daher lassen wir es erstmal noch. Muss jetzt nicht sein. Oh, ist okay. Für den Moment. Okay, der Markt hier läuft auch. Es werden immer mehr Fässer produziert, das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Gut, unser Ziel, unser Upgrade zu schaffen, ist noch nicht ganz erfüllt. Ne? Wir haben noch keine einzige Bedingung tatsächlich voll. Werden wir auch noch hinkriegen, aber es ist tatsächlich so, ja, für den Moment mal schauen. Ja, hier können wir noch ein paar Häuser hinbauen, da freuen die sich auch. Und da ist ja auch noch ein bisschen Platz hier. Hier ist oben, hier können wir auch noch eine ganze Reihe Häuser hinbauen. Wir könnten das sogar tatsächlich machen. Nochmal leichte Wohnraumerweiterung. So, dann könnten wir hier hinten... Ey, sag mal, eine Käserei haben wir auch noch nicht gebaut, oder? Lass mal eine Käserei bauen, bitte. So. Ganz kurz, ich wollte aber eigentlich hier was weiterbauen. Und zwar... eine Imkerei hier hinten rein. So, wenn hier ein paar, wenn hier ein bisschen Bienchens und so. Brunnen vielleicht noch. Ja, ist hier ein bisschen... Hier ging's aber. Hier nicht, so. Nee, da war einer. Da war einer zu viel. Nee, dann passt. Dann, solange die Brunnen jetzt keinen Stress machen, ist okay. Kompost haben wir ja hier oben jetzt. Da ist auch einer, der kompostiert. Passt. Gut, Gießerei haben wir, Schmiede haben wir und so weiter. Glasmacherwerkstatt haben wir auch. Verteidigungsanlage wird hier, glaube ich, auch mit eingebaut. Ah, da haben wir, glaube ich, keine Mauer, kein Tor. Das fehlt auch noch. Oh, ist kaputt geworden. Ja, ja, Skagi, die Straßen können wir verbessern, aber das dauert halt und kostet wahnsinnig viel Stein. Deswegen mache ich es gerade im Moment nicht. Der Stein ist halt hauptsächlich mein Problem. Jedes bisschen Stein, was wir hier aktuell was wir hier ausgeben, könnten wir auch in Häuser investieren. Und Häuser sind halt wichtig, ne? Gut, das sollte jetzt eigentlich holztechnisch dann dicke reichen, was wir hier haben. Hier haben sie auch schön ausgeräumt, auch bisher. Gut. Unser Brennholz stabilisiert sich gerade auf einem guten Niveau bisher. Können wir nochmal ganz kurz gucken, haben wir da nicht noch irgendwo da Spalter? Könnten wir mal nochmal ein paar mehr reinsetzen. Jetzt gerade auf den Winter zugehend, ja, auch wichtig. Wow, Sägewerk, Lecco Mio, Vollgas, rein da. Das ist das neue Sägewerk, was wir jetzt haben. Ja, das schaut nochmal ganz anders aus als die Kiste hier. Ja.
Sieht für mich gut aus. Sekt, Holzbretter. Beliefert Sägegrube. Sägegrube, Sägegrube, Sägegrube. Okay. Ja, hier sind sie. Hier laufen sie gerade querfeldein. Ich glaube, es ist gerade fertig geworden. Schick. Ja, doch. Das gefällt mir, ne? Wie gesagt, hier könnten wir ja auch viel upgraden in dem Bereich. Ah, okay, jetzt geht. Da sind noch keine Grafiken und Animationen. Die haben ja hier Animationen. Also siehst du, wie einer sägt und so. Ne? Also man merkt schon, das war halt ein älteres Gebäude. Das haben sie halt weiterentwickelt. Bei denen hier ist es so, die gehen da nur rein und dann verschwinden sie. Es sind die Animationen vermutlich einfach noch nicht drin. Aber das ist in einem Early Access-Titel ja auch völlig okay. Schaut cool aus. Also ich finde, es schaut echt gut aus. Ja, und gerade bei sowas wünschte ich mir, dass halt dieses Gebäude dann nicht nur Bretter braucht, um Backstein um abzugraden, sondern zum Beispiel auch Glas oder sowas, ne? Oder Eisen, gut, Eisen, glaube ich, hat es auch gebraucht. Ja, aber solche Sachen halt einfach. Ich wünsche mir da so ein Spiel, das halt einfach mal so ein bisschen in noch realistischer geht. Man muss halt erst Nägel produzieren zum Beispiel und solche Späße. Solche Sachen werden immer priorisiert, bitte. Ja, Manu, Performance, klar. Aber das, wie gesagt, das kannst du von einem Early Access-Titel, der, ich sag jetzt mal, noch eben nicht gepolished ist, kannst du das nicht erwarten. Das geht noch nicht. Das müssen die auch, oder das kann auch noch gar nicht passieren, weil du in der Gesamtproduktion ja immer wieder neue Inhalte reinbringst. Und das muss dann halt erstmal ein bisschen abgeglichen werden, ein bisschen so geguckt werden, wie das so funktioniert. Und danach kannst du ins Polishing reingehen. Aber das kommt mit Sicherheit. Da bin ich mir sicher, dass sie das nicht ewig aufschieben werden. Hoffe ich zumindest. Wenn dann halt mehr Inhalte da sind. Gamer Niklas, erstmal einen wunderschönen guten Abend. So. To lay around the house and daydream till the afternoon, thinking about the times that we had when this was all that we knew, when this song was still new, when this all was still new.